jeglichen Erfahrungsgewinn um 100%. Hm? Freude Hexenmutter. In ein lebendes Skelett verwandelt. Jetzt drück mal Alt F4. Nein, Luna. Ich drücke nicht Alt F4. Meine Verzögerungen gehen gerade endlich ein bisschen runter. Ich drücke hier gar nichts mehr. So weiß ich, wodurch ich... Ja, danke! Ja, ich bin wieder schön! Danke, Daki. So. Was habe ich denn hier an Quests? Huch, nein! Oh, ich kriege aber heute nichts hin. Gut, das ist erstmal aussichtslos. Gehe ich erstmal nicht hin, bis sich das alles beruhigt hat hier. Das heißt, wir gehen nach da oben. Und dann nach da. Mein eigentliches Ziel war beim letzten Mal nach da und da sind wir nie angekommen. Was denn? Wieso, Luna? Hä? Was habe ich gemacht? Ist in Cyrulie liegt das. Ja, wahrscheinlich liegt es überall. Außer halt. Da, wo nichts ist. Ich habe eben einen Rex in Arklachti benannt. Einen alle Wollknuddeln oder spazieren gehen. Was ist direkt namens Hötchen? Der will spezielles Kibbel. Was? Kibbel? Oh Gott. Ja, ich bin halt speziell. Ich bin sehr speziell. Gut, ich könnte aber auch einfach die Straße komplett mal unseren Plan vom letzten Mal. Ja, doch. Ja, wir machen das, was ich da angelockt hatte. Wir machen das so. Vielleicht kommen wir doch heute mal an. Dass ich speziell bin, weiß ich. So, ich habe mir heute aber auch mal keinen Plan gemacht, wie lange wir was machen. Also Lotro machen wir heute nicht, weil ich habe gerade kein Geld für das Abo. Also ich hätte schon Geld für ein Abo, aber... nee. Steht Weihnachten vor der Tür. Ich muss ein bisschen haushalten mit dem Geld. Stimmt, deswegen kam ich beim letzten Mal nicht weiter. Hi. Ihr seht mir wie jemand aus, der gerne viel herumreist und sein Geld... Was könnte diese Lieferung aufhalten? Das ist furchtbar fürs Geschäft. Einfach furchtbar. Eine Lieferung? Was benötigt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich suche nur nach jemandem, der für mich zum Rotfell-Handelsposten reist und sich bei Arane Kane, der dortigen Zollbeamtin, nach einer verlorenen Ladung erkundigt. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Viel zu spät. Und die Alchemistin, die sie bestellt hat, gehört nicht zu meinen geduldigsten Kunden. Dann muss sie Geduld lernen. Ich könnte mich für euch nach eurer vermissten Ladung erkundigen. Grandios! Wenn ihr könnt, dann holt meine Ladung bitte ab und bringt sie mir zurück. Ich würde selbst gehen, aber Arane Kane und ich... Nun, wir haben nicht das beste Verhältnis. Ein Missverständnis, aber eines, das meiner Gesundheit sehr abträglich sein könnte. Missverständnis, sagt ihr, dass ja. Ihr im Auftrag von Baumschattenimporte handelt. Falls ich die verlorene Lieferung finde, bringe ich sie zurück zu euch. Die Zollbeamtin im Rotfell-Handelsposten sollte euch dabei helfen können, meine Ladung zu finden. Die Kundin ist keine geduldige Frau, also beeilt euch. Okay, was habt ihr anzubieten? Ich will mir nur, wenn ich was hab, verkaufen. Da. Hinturas. Kennst du den Namen irgendwoher? Kommst du wahrscheinlich mit irgendwas Komischem um die Ecke. Verschiedenes. Nee. Aber den Synchronsprecher. Ah, okay. Das wäre meine zweite Vermutung gewesen. Okay, das verkaufe ich ausnahmsweise mal. Den Rest will ich nicht verkaufen.
Ich habe ja nicht viel geschafft, aber ich habe, wenn ich mich ja manchmal eingeloggt habe, es wenigstens geschafft, meine Waffen loszuwerden und zu analysieren. Meine Rüstung bin ich immer noch nicht weiter. Ich würde ja gerne in die Stadt gehen, aber das kannst du ja gerade knicken. Komm ich ja keine 2 Meter weit. Ah, das mache ich später. Aber hey, ich bin jetzt wieder bei 3,0 und 3,9. Geil, die Verzögerung wird. Bin ich noch richtig? Ich bin noch richtig. Oh nein, nicht noch eine Quest. Das Spiel hat mir zu viele Quests. Oh, hallo. Mein Ehemann Ninglenell ist gestern Morgen spazieren gegangen. Oh, sagte, er wollte dem Streit in Eldenwurz entkommen. Er ist nicht hallo Kitty. Ah, ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Und jetzt ist der Hund weg. Krampfefuß. Aua. Au. Ich hasse es. Ich bin alt. Ich werd alt. Oh. Gott. Aua. Das tut weh. Das ist mal echt ein Pechsträhnen, aber ja, wirklich. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe unseren Hund fressen. Ja, Kodierung überlassen. Gesehen, die nach Korberg führt. Etwas westlich von hier. Nehmt diese Pfeife. Benutzt sie, wenn ihr an die Weggabelung kommt. Ich werde hier warten, falls er von allein nach Hause kommt. Ich werde euren Hund finden und euren Ehemann, wenn ich kann. Ich habe gefärbte Haare. Echt? Welche Farbe? Der Geist der Bäume, der uns beigebracht hat, okay, was es heißt, ein Baum zu sein. Und wie man das Lied eines jeden Baumes singt. So, ich weiß, ihr wollt mir hier die Quest wieder andrehen. Ja. Aber ich bleibe bei der, die ich vorhabe zu machen. Sehen im Lager kann er. Echt? Oh, und ich kann gerade nicht raustappen. Nimm mit Scherbe. Komm ich da hoch? Diese FPS heute! Ich meine, die sind sonst schon schlimm, aber heute? Naja, solange die Verzögerung sinkt, ist mir das egal. Trotzdem. Hey, Hilda, bitte wartet einen Moment. Nein! Himmelsscherbe. Lasst mich. Will. Das Lila Violett oder Aubergine, mein Licht sitze, ist eine Kacki. Oh. Warte mal. Kann ich? So kann ich raustappen. Scroll, scroll, scroll. Sieht gut aus. Ich will mir auch mal wieder Haare färben. Und hallo, Iron. Auch Haare färben. Ich hätte ja gern so ein Kupfer-Orange, aber das funktioniert mit meinen Haaren nicht. Dazu müsste ich blondieren. Ich will mir aber meine Haare nicht kaputt machen. Deswegen blondiere ich nicht. In der Laberecke bei mir. Im Discord. Buch! Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe nicht. Oh Gott. Iron, hier geht vieles. Und zwar drunter und drüber, wie immer. Und bei dir?
Ich habe auch einen Baum drunter gemacht. Da ist ein Dolmen. Aber ich gehe erstmal Richtung Quest. Dann gehöre ich ja zu den speziellen Leuten. Dann gehöre ich ja zu den speziellen Leuten, Kitty. Wollt ihr einfach was nachgucken? Luna, ich reite dich! Aber warte mal. Wo Iron gerade da ist. Iron! Jetzt bist du dran. Und du spuckst. Ich brauche noch mehr Namen für meine Tiere, die ich habe. Die Community muss so weiter wachsen. Wir brauchen mehr Namen. Und jetzt ja auch nicht, jetzt auch nicht so, dass ich geritten werden will. Es tut mir leid. Aber der musste sein. Er musste leider sein. Oh, lest zwei Bücher. Ja, wo finde ich denn nur eins? Fertige vier Gegenstände an einem Schmuckhandwerktisch. Knackt drei Schlösser ohne Gewalt. Zerstört 10 Geister. Schließt ein Schlachtfeldrunde ab. Okay. 20 Anführer in der offenen Welt. Grab nach 20 Antiquitäten. Schließt 3 Prüfungen ab. Okay. In den hübschen Wolf. Luxor, kannst du dir Belgier nennen. Also ein Wolf habe ich auf jeden Fall, der heißt ja Hybrid. Ich habe einen Schakal. Warte mal, ich kann noch mal kurz rausgehen, dann kann ich dir einmal kurz zeigen. Darfst du es dir selbst aussuchen. Ich habe einmal sowas hier. Ganz liebreißendes Exemplar. Sieht auch gar nicht hässlich aus. Ich habe den Schakal. Ansonsten kann ich auch noch Pets zeigen. In der Art. Und dann einen Wolf noch zur Verfügung. Das wäre der hier. Und bei den Pets. Was habe ich denn bei Pets? Das ist Dietrich, das ist fliegend. Albtraumwolfswelpe. Ich hätte einen Todeshund. Dasselbe nochmal als Pet. Was man gerade nicht sieht. Ich hätte den Wolfswelpen. Einheimisch. Ja, Hund, Hund, Schaf. Ehrenhund. So ein Möpschen. Ich nehme heute mal Kitty mit. Der rote Wolf ist ja cool. Okay, dann der rote Wolf. Umbenennen. Vorher hieß er Feuerwolke. Na gut, ja, wegen dem roten Fell. Feuerwolke, ja. Okay. Stimmt, Frisches haben wir auch hier mit drin, ne? Warte mal, wo war denn Frisches? Hatten wir Frisches als Reittier? Ne, ich glaube, wir hatten Frisches als... als Pet, glaube ich. Oder?
Masuna hatten wir auch als Dings. Waldchen, Reue, Klebstern, Schnuffel, Frostpelz. Lammpfote. Frisches, da! Da ist Frisches! Das Schweinchen! Aber wir nehmen heute mal Kitty mit. Aber ist das nicht ein bisschen seltsam, wenn ich auf deinem Belgier reite? Ist das nicht ein bisschen seltsam? Aber ich frage nur mal so. Frag für einen Freund. Okay, das ist nicht groß hier. Okay, auf deine Verantwortung. So viele starben. Aber gut, ich reite nicht so oft auf ihm. Ich reite mehr auf Hybrid. So seltsam, wie es klingt. Wobei, auf Luna bin ich jetzt auch viel geritten. Habe ich eigentlich mittlerweile meine Fähigkeiten? Huch. Nein, das war's nicht. Habe ich die mittlerweile? Nein. Habe ich die mittlerweile verteilt? Nö. Bis jetzt noch nicht. Gut. So. Na komm, mach ich. Würde ich vielleicht irgendwann auch mal weitermachen hier. So. Luna, freu dich! Ich reite auf dir! Und ich meine, ne, lieber ich als Leute, die man nicht kennt. Macht's nicht besser. Vergiss, was ich gerade gesagt habe, bitte. Instant wieder süchtig mit der Serie, die auf YouTube angefangen hat. Die da wäre. Nun komisch mit, ich reite auf dir. Ja, das ist Quatsch. Voll normal und so. Voll normal. Oh. Na komm, wir nehmen das da. Ja, danke. Gerade wieder ein paar Punkte verteilt, schon kriege ich wieder welche. Keine Funktion wird es falsch. Ah, okay. Es reizt mich ja zum Beispiel gar nicht. Das ist das Ding, wo Knossi mitmacht, ne? Meine ich. Das reizt mich tatsächlich null. Müsst ihr mich jetzt gerade hier unterbrechen? Seht ihr nicht, dass ich arbeite? Oh. Iron? Iron? Was soll das? Du kannst es nicht lassen. Er merkt das schon.
Ja. Tolles Tagebuch. Oh, wow, damit darf ich die besprechen. Okay, gut. Das. Ja, ist gut, Aaron. Ich hab dich trotzdem lieb. Huch. Was ist das? Huch. Huch. Ich habe eine Taste gefunden, die ich noch nie benutzt habe. Wie werde ich das wieder los? Ah, okay. Nein, oh Gott. Puh. Ich bin nur aus Versehen auf diese komische Taste da gekommen. War eigentlich gar nicht beabsichtigt. Oh, hi. Was ihr vergossen habt, füllt ganze Flüsse. Yay! Wirfst du dich jetzt in die Werfe direkt nach? Jo. Staffel 1 war schon mega und Staffel 2 fängt schon mega an. Oh. Ja, ich habe halt Ausschnitte von gesehen, als ich bei, ich glaube, bei Reefed reingeguckt hatte. Irgendwann mal die Tage, als sie gestreamt hatte. Nee, ist nicht meins. Aber gut, ich. Nee. Nee. Wobei ich auch Knossi nicht mag. Aber gut, ist zwar nicht nur er allein, aber. Sind so Sachen, nee, die interessieren mich tatsächlich leider überhaupt nicht. Dächchen. Nur noch zwei Himmelsterbe im PvP-Gebiet. Muss ich irgendwann auch mal hin. Okay, Doku von Dave mehr. Es gibt doch eine Doku davon. Ich habe alle Höhlen fertig. 6 von 6. Nice. Ich mag Marvel. Ich mag Herr der Ringe. Mhm, wir probieren schon was für dich. Ich kann gar nicht so lange bei dir stehen bleiben. Tut mir leid. Fun Fact: Batman heißt auf Niederländisch Lederlappen. Du aller Lederlappen, du. Achso, ich wollte eigentlich auf Iron reiten. So. Nun heißt es warten. Der Lederlappen ist der einzige, weil die UC mehr okay ist. Das einzige, was ich halt mag, ist tatsächlich der alte Spider-Man, die X-Men und die alten Fantastic Four. Und da hört es dann bei mir auf. Aber das ist total. Ich hoffe, wir versuchen es später nochmal. Nope. Da bist du. Höher hot, Iron! Höher hot! Du springst wie ein junges Kamel. Und spuckst dabei. Spuck in die Kamera.
Voll. Damit kann ich mich irgendwie stundenlang beschäftigen. Es tut mir leid, Iron. Das ist etwas, kleine Kinder was zum Spielen haben. Das tut mir furchtbar leid. Och. Ob ich das hinkriege? Hi. Ah, da kommen andere. Sehr gut. Hi. Tentakelchen. Doch, mir tut das furchtbar leid. Da lüge ich doch nicht. Dass ihr entscheidet, wer leben darf und wer sterben. Wie sieht's denn aus? Aber das ist schon hier verhasst werden. Iron, wusstest du noch nicht? Wir sind hier bei Verstehen Sie Spaß. Gibt's das überhaupt noch? Verstehen Sie Spaß? Jetzt kommt jemand auf die Sendung. Immer schön in die Kamera lächeln, Iron. Wo ist das Vögelchen? Ich bin alt genug, um das noch zu kennen. Ja, du ja! Aber die anderen. Ich weiß ja nicht, ob die anderen das auch kennen. Es war tatsächlich bei mir meine Kindheit. Der Plan steht. Ihr seid nur ein Un. Ich habe auch die Däumen abgeschlossen. Ah ne, ich würde erstmal gerne noch nach da hinten. Ich hätte gerne erstmal noch den Stein. Ja. So, Iron, hört! Ich glaube, ich hau zu mich. Bist aber ganz schön lahm heute. Oh, hi. Nur die Weltbusse. Oh, ich bin froh, wenn ich das Gebiet durch habe. Ich habe tatsächlich so dezent keine Lust mehr auf dieses Gebiet. Es ist mir ein bisschen zu dschungelartig. Ich hab ja nichts gegen Grün, aber das ist ein bisschen zu viel. Nee, noch lange nicht, glaube ich. Lange nicht. Ich kurf gerade rum und mach die ganzen Nebenquests. Ducky, das geht bei mir ungefähr so. Ja, wir folgen heute straight der Hauptquest. Oh, da ist noch eine Quest. Da ist noch ein Buch. Oh, warte, da hinten ist noch Gewölbe. Ja, das muss ich noch mal kurz mitnehmen. 30 Staffeln später. Ach ja, ich habe noch die Hauptquest. Warte mal, da wollte ich ja noch hin. Das ist ganz furchtbar mit mir. Ich weiß. Ich weiß, dass ich Quest wollte. Aber ich nehme mir immer vor so... Okay, heute machen wir mal... den Hauptstrang der Geschichte. Nö, machen wir nicht. Ich
bin immer erst zufrieden, wenn ich alles außer diese Bücher habe. Die Bücher hole ich dann immer nachträglich noch. Also, ne? Diese hier. Oh, Charlie, du hast Bibliothek. Es gibt so schöne Karten, ja. Glaub ich. Ich glaube aber, das nächste Gebiet hier nach war recht hübsch. Was bisher tatsächlich mein Lieblingsgebiet ist, ist Auridon selbst. Also, ne, Auridon, das war bisher, also, was ich so jetzt in letzter Zeit gespielt habe, eines meiner Lieblingsgebiete. Kenatos Rast jetzt nicht so, das war jetzt nicht so meiner. Aber es war schon. Dieses Gebiet, ja, ist cool, aber ist nicht mein Favorit. Fresschen! Das haben wir das Ende schön. War ich nur ein einziges Mal kurz vor Jahren, als es rauskam. Da habe ich es auf der Konsole noch gespielt. Als Summer's End rauskam. War ich meine? Zumindest da, wo ich war, war relativ hell. Ich glaube, das hat mir gefallen. Ich habe aber leider nicht weit gespielt. Hallo, Fresschen. Fresschen springt unter eurer Hand hin und her. Anscheinend möchte er, dass ihr ihm folgt. Wird herausfinden, wohin er will. Die hätten ihn gleich Fresschen nennen sollen. Ich hätte immer noch gern andere Kostümchen. Das wäre so schön. Ich hätte gern anderes Aussehen. Irgendwann. Oh. Reine Ironie. Wir kommen zurück in mein Heimatland und ich bin derjenige, ja, der in eine Schlucht stürzt. Ich habe diese Felsen einst erklommen, als ob es Treppen wären. Ich schätze, niemand von uns ist gegen den Zahn der Zeit gefeit. Ihr kommt schon wieder in Ordnung. Ninglenei. Ninglenell? Gib mir nur einen kurzen Augenblick. Und dann mache ich mich auf den Heimweg. Ich wusste, dass Fresschen mich hier nicht verrotten lassen würde. Fresschen. Misahabi ist sicher krank vor Sorge. Vielen Dank. Sehr schön. Ja klar, jetzt kann er aufstehen. Jetzt kann aber aufstehen. Vorher nicht, oder was? So. Lauf, Iron! Marsch! Entschuldige mich. Aufrichtig. Buch! Spinner. Die Welt wird ohne euch ein besserer Ort sein. Sie knickt sehr selbstzeichen, wenn du bei einem Render bist. Nee, ich habe dich, na gut, gekauft habe ich dich eigentlich nicht. Ich habe dich fair gewonnen, also möchte ich dich auch reiten. Ah, okay. Ich sehe von hier oben. Ich glaube, an die Stelle kann ich mich erinnern. Das wird mir noch nicht besser mit Fair gewonnen und reiten. Ich weiß, Darky. Ich weiß, dass das nicht besser wird. Das. Ich merk's.
Aber es war nun mal so. Ich glaube, gekauft wäre sogar noch schlimmer. Sterblicher, ihr steht über den versiegelten Ruinen von Leloria. Darin befindet sich ein Durchgang nach Kalthafen, wo meine Priesterin Kulanve unter Molag Bal leidet. Ihr Schmerz ist so groß. Er hat ein Loch zwischen die Welten gerissen. Diese Ungerechtigkeit muss enden. Dein Ernst? Aber Iron, du darfst die Clips dann auch gerne ins Discord packen, falls es sogar schon geschehen ist. Kannst du auch gerne. Dann sehen auch andere, dass ich ganz lieb zu dir bin. Ich bin sehr, sehr lieb. Habe ich schon, okay. Was seid ihr? Ich bin die dädrische Fürstin der Dämmerungen, die das Leid von Kulanve beweint. Ich bin die Mutter der Rose, die Leloria aus eurer Welt aussperrte. Ich bin Azura, Sterbliche, und ich will, dass ihr das endlose Leid von Kulanve beendet. Mhm. Wie kann ich das tun? Vor langer Zeit kam die Zaubermeisterin Vastari nach Leloria. Sie trachtete danach, das Leid von Kulanve zu beenden. Doch so ist Vastari Iron Mippeltag, frag ihren Freund. Nein, heute ist der Iron, ich hab dich lieb Tag. Folgt ihrem Pfad nach Leloria hinein. Und noch etwas, Sterbliche. Ich kann auch die ganze Zeit auf Luna reiten. Aber Luna regt sich nicht so drüber auf. Also, du gibst mir auch Vorlagen. Luna liefert mir nicht so viele Vorlagen. Das werde ich. Vastari hat genaue Aufzeichnungen darüber gemacht, das Siegel von Leloria. Ich habe schon lieber zugehört. Sie weiß gar nicht, worum es geht. Turm verteilt. Findet sie. Verwendet sie dann, um das Siegel zu brechen und Kulanve zu retten. Dann ist gut. Wie gesagt, wenn zu viel wird, einmal sag. Genau. Aber wie gesagt, lieber Satz auch. Das ist wie mit Frisches. Was wir uns da einfach so an den Kopf werfen, so, und einer gibt dem anderen noch mehr Vorlage und irgendwann sitzen wir da einfach nur noch und brüllen vor Lachen. Das wird halt echt nicht besser. Ich könnte auch Kitty nehmen, aber auf Kitty kann ich ja nicht reiten. Kitty ist ein Begleiter. So, und Hybrid ist nicht da, dann macht das nicht so viel Spaß. Da ist keiner da, der Konter geben kann. was könnt ihr mir über Vastari erzählen? Eine mächtige Zaubermeisterin, die den Turm hinter euch errichtete. Huch. Sie untersuchte Leloria jahrelang geduldig, bis sie schließlich einen Weg hineinfand. Ich bin zu klein zum Reiten. Ihrer Vorbereitungen, ja, wenn ich mich auf dich setze, dann bist du platt am Boden. Dann gibt's einen Plattenkater. Sie war für immer verloren. Oh, Iron, ich freue mich so auf It Takes Two, ne? Ich freue mich da so mega drauf. Das wird lustig. Das wird echt lustig. Wenn ihr Leloria versiegelt habt, warum öffnet ihr es dann nicht für sie? Leloria ist wie der Hals einer Flasche, die auf einem Meer namens Kalthafen treibt. So durch die ganzen Unannehmlichkeiten gibt es einen friedlichen Begleiter geschenkt. Sollte ich das Siegel freigeben, hab doch schon so viel. Molag Bals Scherben nach Leloria hinein, bis sie nirgendwo mehr hin können als hierher. Vastari hat einen Weg gefunden, an diesem Siegel vorbeizuschlüpfen. So wie es euch gelingen muss. Okay,
Ich mache dir mal Gedanken. Schon mal ein Deckungsspringer. Textur wird für alle lustig, nur für mich nicht. So viele Schimpfwörter kann ich gar nicht auf der Liste haben. Oh, ihr Textur wird toll. Es kommt nicht auf die Größe an. Ja. Wer war Kulanwe? Kulanwe war die Dienerin, die und das ich gleich, Luna. Liebte. Ihre Stimme beugte die Welt nach ihrem Willen, doch sie setzte ihre Kraft für ein selbstloses Wirken ein, bis sie nach Kalthafen geholt wurde. Molag Bal ließ ihr Lied des Leidens jahrtausende lang wären. Doch ja. Solange er abgelenkt ist, werdet ihr sie retten. Oh, was im Auge schon wieder. Okay, fertig erzählt, sehr gut. Okay, genug Geld im Shop habe ich nicht. Das Problem ist, dass... Na gut, doch, auf dem Dingens. Huch, nein, keine Kronkisten. Möge das Glück auf eurer Seite sein. Nein, ich wollte nicht die Kronkisten. Nein, ich wollte den Shop. Ich hätte ja gerne mal Kleidung. Aber, ja. Schuppenguakalt. Gratis. Das ist das Viech, ne? Süß. Es ist so schuppig. Cute ist es. Yay, ich habe ihn erfolgreich erstanden. Er ist mein. Mein eigen. Mein Schatz. Oh Gott. Wenn man alte Comics durchschaut von Dr. Strange und feststellt, dass der Kerl sehr oft unblank zieht, wenn die Lizenz verwirrt, frage ich erst, warum das nicht in dem Film vorkommt. Ja, das frag dich mal. Und den hier hätte ich gerne, ne? Der ist so schön. Den hätte ich so unglaublich gerne. Oder den hier. No, guckt euch mal die süße Gesichtchen an. Oder den hier. Oh. Was das sein soll, weiß ich nicht. Es ist potthässlich, aber ich will es dennoch haben. Ja, nicht, dass ich den goldenen Wolf nicht bekomme. Wenn wir das alles am liebsten gar nicht angucken, aber. Boah, den hier hätte ich auch gerne. Drei Tiere. Weil Bar nicht. Der ist cool.